Wir können euch nicht helfen, Kuchol, aber wir müssen diesen Ort verlassen. Aber es ist so kalt. Merkt ihr das nicht? Es ist kalt. Und warum gibt sich Kuchol bloß mit diesen Schurken ab? Nun gut, ich muss diesen Schlüsselstein haben. Worum geht's? Wie ihr wünscht. Aha. Sänger der Nacht. Okay, ja, eine Verteidigung. Ein Schild. Eine Hast. Eins hiervon. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Angriff. Sagt an. Worum geht es diesmal? So, das ist ein Stab der Lähmung. Der ist auch nicht so besonders. Ja? Und ich würde sagen, wir rasten hier mal. Jael Kales? Heilen uns ein bisschen. Achso, ich habe keine Heilung, keine kleine Heilung mehr. So. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ja, meint, wenn das euer Wunsch ist. Wir haben immer noch nicht den Umhang gefunden. Worum geht, wie ihr wünscht. Für euch tue ich alles, wenn das euer Wunsch ist. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Au. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Okay, Tellern ist noch übrig. Ja, mein mit Vergnügen. Okay. Ja, mein Schatten, wenn das euer Wunsch ist. Du kannst hier durchgehen, Safana. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Danke. Für euch, wenn das euer Wunsch ist. Jetzt haben wir die blöde Falle erwischt. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch tue ich mit Vergnügen. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Wenn das euer Wunsch ist. Also ja, Fallen finden ist wirklich anstrengend. Ja, wie ihr wünscht. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch, aber natürlich, Schätzchen. Worum geht es dies? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich fühle mich so, aber natürlich, Schätzchen. Soweit ich weiß, sind in dem Gang doch ein paar Fallen gewesen. Bingo. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, aber natürlich, Schätzchen.
Sagt an, es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Okay, da ist die nächste Falle. Falle nicht entschärfbar. Au. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Für euch tue ich alles. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich mit Vergnügen. Hier, wo's Gold wächst, gefällt's mir. Okay, Falle nicht entschärft. Zum Glück haben wir ja dafür... Ja, mein Schatz, aber natürlich, Schätzchen. Sag bloß, das hat jetzt nicht das Fallen entschärfen erhöht. Nein, das hat das Schlösseröffnen erhöht. Haben wir irgendwas? Wir haben einen Wahrnehmungstrank. Oder einen Trank der Macht. Wahrnehmungstrank hält 6 Stunden, Trank der Macht hält 4 Minuten. Und einen Heldentrank, den wir eigentlich Gegain geben können. Ja. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Für euch tue ich. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit Vergnügen. Oh, und da ist der letzte. Talan, hihi, haha, schon lange hierher? Schon lange hier? Nein, ich denke auch nicht daran, lange zu bleiben. Lange genug, auch wenn ich nicht behaupten kann, euch scheinbar begegnet zu sein. Wie nennt ihr euch, Freund? Aus dem Weg, alter Mann, ich muss eine Aufgabe erledigen, zu der ich keine große Lust habe. Nein, und ich denke, ich bleibe nicht lange. Nein, nein, niemand wird... Niemand hier will das, niemand. Dachtet ihr wirklich hier... Ich wollte hierher? Dachtet ihr, ich wollte hier jahrelang herummengen? Ich, Telan Altura, einst der aufgehende Stern von Tethir? Nein, nein, hihihi. Ich doch nicht. Nun gebt mir den Schlüsselstein da, Butterblümchen, oder ich rupfe euch die Blütenblätter einzeln raus und lasse euch verrotten. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aha. Wie kann ich helfen? So. Worum geht es diesmal? Na, der hatte aber nichts Besonderes, nur Wurfpfeile. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Ja, wie ihr wünscht. Hm. Für euch tue ich alles. Mit Vergnügen. Oh, Wölfe. Wie kann ich helfen? Alles wegen des müden Geldes. Das wird kein schneller Tod. Sagt an, wo ihr braucht, nur zu fragen. Okay, hier drin ist nichts. Wir sind aber auch fast durch. Oh, seht einmal. Hallo, und wer mögt ihr wohl sein? Mal wieder so ein launischer Zauberschlingenwerfer, der nach einem Fluchtweg sucht. Oder doch bloß ein nach Zauberkraft hungernder Trottel, der versucht, die Türen von der falschen Seite zu öffnen. Sagt mir, Krieger, wo findet sich das, was man sucht, immer an dem Ort, an dem man zuletzt nachsieht? Weil man es findet? Ha, eine gewöhnliche, doch sinnige Antwort an einem ungewöhnlichen Ort, wo der...
sinnig das Sagen hat. Ihr sucht hier nach etwas, etwas Mächtigem und Wertvollem, und ich bin mir sicher, ich weiß, was es ist und für wen es ihr sucht. Ich beabsichtige jedoch nicht, es herauszugeben. Nun, was habt ihr dazu zu sagen? Woher wisst ihr das alles? Den einen hier geht es genau wie mir. Den anderen hier geht es genau wie mir. Wir verstehen diesen Ort nicht. Wahrscheinlich könnte nicht einmal der Ort selber seinen Zweck erklären, selbst wenn er Fragen beantworten könnte. Es ist gut, dass ich nicht so schnell verzweifle wie die anderen, und ich fürchte das Unbekannte auch nicht so sehr wie sie. Wenn dieser Ort magische Energie anzieht und ich mich hier in seiner Mitte befinde, dann muss ich daraus folgern, dass er die magische Energie auf mich überträgt. Die Zeit wird kommen, da ich sie mir nutzbar machen werde, und die Zeit wird kommen, da ich diesen Ort verlassen werde. Schon jetzt weiß ich mehr über diesen Ort als alle anderen. Ich kann Dinge sehen, Dinge, die andere nicht sehen können. Irrelevant. Mich interessiert nur das, was ich von hier holen soll. Erst wenn ich es gefunden habe, kann ich von diesem Ort fort. Ihr scheint viel zu wissen. Könnt ihr mir vielleicht auch sagen, wo ich schon das Umhang finden kann? Ich muss ihn einfach finden. Und was genau könnt ihr sehen? Was ist dieser Ort? Ich sehe, warum ihr hier seid. Ich sehe, dass ich habe, wonach ihr sucht. Ich sehe, dass wir hier kämpfen müssen und der Sieger wird hier fortkommen. Was dieser Ort ist? Vieles. Heute ist er ein Kampfplatz, morgen wird er ein Friedhof sein. Gestern war er, ich weiß nicht. Ist dieser Ort natürlich? Ist er eine Abscheulichkeit? Ist er von den Göttern geschaffen? Ist er außerordentlich niederträchtig? Wir alle sind verschieden, manchmal auch begriffsstutzig und unwissend. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Gewinne ich, bin ich befreit. Verliere ich, bin ich befreit. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Was ist es diesmal? Magische Geschosse. Ja? Mehr magische Geschosse. Wie kann ich, wie ihr wünscht. So. Oh, Steinhaut. Und eine Notiz. Steinhaut. Ist immer gut. Kritzel, wie ein Mann der Magie, die Mauern werde ich euch halten. Es sei denn, ich gehe durch sie. Ein Boot, ich wollte aus Rut und Drin nicht brechen in der Früh. Ich bleib lieber an diesem Ort, als mich zu nehmen, auf mich zu nehmen die Mühe. Dummkopf, es gibt viele an diesem... Dummköpfe gibt es viele an diesem Ort und noch mehr werden kommen. Ich werde grüßen und nehmen, was da kommt, und am Ende werde ich da alles haben. Oh ja, ich denke wohl, ich spotte eures Gefängnisses, als ob ihr euch die Mühe macht, mir zuzuhören. Seid ihr überhaupt hinter den Mauern? Ich sehe eure Symbole am Himmel, aber ich sehe dort auch andere. Mystra, Göttin der Magie, meine magische Schöne, warum behandelt ihr eure Kinder so? Gebt ihr nur einen Funken Magie, damit er nicht verwendet werden kann? Eine Lektion in Demut, die auf dem Weg zur wirklichen Macht. Für die auf dem Weg zur wirklichen Macht. Sollen wir alle Gewänder und Zauberstäbe und Knüppel ablegen oder auf ewig in eurem Egoismus und Stolz gefangen sein? Vielleicht aber will ich nicht das ablegen, was ich verdient habe, nur um erneut die Himmel zu begehen. Ich werde hieraus profitieren, ich werde euch außerhalb der Spielregeln besiegen. Dieser Ort wird mir früher oder später alles geben, auch wenn ich es nirgendwo anders hinnehmen kann. Nein, ihr könnt es nicht fortnehmen mit euch, aber ihr könnt es bei ihm. Ihr könnt bei ihm bleiben und es gut festhalten, vielleicht mit Hilfe von außen. Paar. Niemand außer denen, die gelernt haben, können diesen Ort hier wiederfinden und sie werden den Unterricht nicht stören. Ich werde mich nicht beugen, ich werde im richtigen Moment angreifen und zurückschlagen. Demut ist so demütigend und ich werde es nicht länger erdulden. Ohnmächtige Macht ist verlorene Macht und immer noch ist verlorener Macht immer noch vorzuziehen. Natürlich, vielleicht hören die Mauern solchen Ausführungen nicht zu und mein Schreiben ist zwecklos. Macht nichts, denn morgen werde ich alles wegwischen und neu schreiben. Meine Verse werden besser, jeder braucht schließlich einen Zeitvertreib. Ja, Chandalas Umhang kann nur vom Chandala verwendet werden. Dieser Umhang hat der mächtige Magier Semya ursprünglich von Chandala gestohlen. Vermutlich wegen der starken Zauberkraft, die in den Stoff eingewebt sind. Wie der Umhang den Weg in eure Hände gefunden hat und was mit Semya geschehen ist, bleiben ungelöste Rätsel. Ein ebenso großes Rätsel ist die Funktionsweise des Umhangs, die vermutlich nicht einmal ein mächtiger Magier schlüsseln könnte. Ja, wir haben Deskil getötet, nicht Semir. Wie ihr wünscht. So, und jetzt werden wir wegteleportiert. Geben Chandala seinen Umhang und gut ist. Wie ihr wünscht.
Womit kann ich dienen? Ihr kehrt zurück, hervorragend. Die Reise hat sich, soweit ich sehen kann, kaum Spuren an euch hinterlassen. Ein hervorragender Beweis eures Wertes, möchte ich denken. Ihr habt euch als recht fähig erwiesen. Ich werde euch nun von diesem Gegenstand befreien und dann muss ich los. Was ist das für ein Ort? Es gibt doch immer noch Gefangene auf der Insel. Ja, das stimmt schon. Es ist ein merkwürdiger Ort. Die Auswirkungen auf die Reportation sind ziemlich stark. Tatsächlich ist davon auch der ein oder andere vorbeikommende Magier betroffen. Diejenigen, die sich dort befinden, werden irgendwann wegkommen. Diejenigen, die sich nicht mehr dort befinden, haben ihren Weg von dort gefunden. Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass die, die ihr dort getroffen habt, nicht die geringste Absicht hatten, sich zusammenzutun und dadurch ihre Befreiung zu beschleunigen. Ein hervorragender Beweis ihres Charakters angesichts eines angeblich natürlichen Phänomens. Meint ihr nicht auch? Ich muss fort. Gehabt euch wohl. Schon hat das Umschlag und Schlüsselstein eingebüßt und 500 Erfahrung gewonnen. Nochmal. Gut, jetzt speichern wir aber mal. Es wird Zeit. Ich überziehe schon wieder. Das ist Let's Play 029 dann. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.